Hi Leute und willkommen zurück zu einem weiteren Part Enshrouded. Ja, im letzten Part haben wir uns ja den Sumpf oder das Sumpfgebiet nochmal genau angeschaut, haben auch nochmal den Baublock gefunden. Soweit ihr mir jetzt geschrieben habt, ist es noch ein Baublock, der fehlt und der soll sich in Kelvins Ruhe oder Ruhe befinden. Da werden wir auf jeden Fall heute hinschauen, auch weil das ein Wunsch einer meiner Abonnenten war, dass wir uns Kelvins Ruhe nochmal anschauen. Deswegen machen wir das heute und wenn wir damit fertig sind, gucken wir einfach, was sonst noch so auf uns zukommt. Ich wünsche euch viel Spaß und let's go! Dann machen wir uns mal ready mit Essen und Trinken und düsen nach Kelvins Ruhe. Das war ja einfach nur, wenn wir hier lang pacen, dann da hinten wieder hoch, da hinten wieder runter und so weiter und so fort. Und wenn ihr sagt, es gibt drei Baublöcke, dann habe ich ja, wenn jetzt der tatsächlich in Kelvins Ruhe ist, auch alle drei gefunden. Und die ganzen Musikstücke, die sollen sich anscheinend auf der ganzen Map verteilt befinden. Soweit ich das jetzt richtig verstanden habe. Das eine haben wir schon, das war ja auch in Kelvins Ruhe. Und dann, weiß ich jetzt nicht, ob wir dafür dann auch immer mal wieder eine Quest bekommen oder ob wir die dann zufällig finden. Das werden wir ja dann auf jeden Fall sehen. Dann muss ich vielleicht auch nochmal im Startgebiet schauen, weil ich ja jetzt auch nicht weiß, ob da vielleicht schon was ist. Genau, aber das ist ja im Grunde kein Problem. Jetzt muss ich kurz auf die Karte gucken, weil Kelvins Ruhe ist da. Machen wir uns mal als Wegpunkt, wobei eigentlich ist es ja gleich da hinten. Deswegen war der Wegpunkt jetzt vielleicht überflüssig, aber mei, was soll's. Was soll's, was soll's. Ach so, ja, das sind ja die Wölfe, aber die tun uns ja nichts. Wir können also im Rudel mitlaufen sozusagen. Ich feiere es immer noch. So, und hier oben ist Kelvins Ruhe. So sieht das aus. Die meisten von euch werden es schon kennen, aber ich wurde halt gebeten, dadurch, dass es sich ja nach dem Update irgendwie geändert haben soll, dass ich es halt einfach nochmal zeige und das mache ich natürlich sehr gerne. Jetzt müssen wir halt hier nochmal rumschauen, wo sich dann dieser Baublock befinden könnte. So, hier sind wieder die Wooker. Wir haben also nichts zu befürchten. Dann hätte ich jetzt gesagt, schauen wir uns einfach in Ruhe um. Ich meine, hier oben waren wir ja, glaube ich, schon. Da habe ich ja das Notenblatt gefunden. Glaube ich. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. So, wo geht's denn hier hin? Ja gut, einfach nur hier raus. Okay. Dann düsen wir mal wieder zurück. Hier geht's runter. Genau, und hier oben. Hey, es ist ja nochmal da. Also hier, Leute, ist auf jeden Fall die flüchtige Erinnerung. Das ist aber ein Musikstück. Ach so, also Leute, kann ich das immer finden? Weil ich habe es ja hier schon gelootet. Na gut, kann ja auch nicht schaden. Dann haben wir jetzt das nochmal eingesammelt. Und dann schauen wir mal nach den Baublöcken. So, hier ist ja auf jeden Fall offensichtlich nichts mehr. Können also da wieder rausdüsen und mal hier hoch. Hier war ich doch letztens auch drinnen und habe festgestellt, dass da nichts ist. Gehen aber wieder rein und nochmal zu gucken. Aber nee, hier ist halt wirklich nichts. Okay, was ist denn hier? Kann ich das eigentlich kaputt machen? Also es kriegt Schaden, aber nicht so viel. Und er stellt sich einfach hin und guckt, hey, was macht die Alte da? Ja, gut. Jetzt ist die Frage, wo machen wir weiter? Am besten schauen wir nochmal von hier. Also hier links waren wir schon drinnen. Hier oben waren wir schon drinnen und hier ist ja offensichtlich nichts mehr. Ich würde gerne komplett erstmal unten alles absuchen, bevor ich nach oben gehe. Ich schätze, das macht Sinn und sonst verwirrt mich das wahrscheinlich zu sehr. Also, nehmen wir mal die Fackel.
Hier ist ja offensichtlich nix, wie es ausschaut. Das ist hier. Kann man auch nicht hoch. Okay. Wenn ich aber jetzt. Hä? Bin ich jetzt schon wieder deppert? Ah ja, genau, hier war die Tür. Die wollte ich aufmachen. Und dann sind wir hier. Hier ist auch wieder so ein Teil. Hier geht's runter ins Verlies. Der Buka. Muhahaha. Reparieren müssen wir gerade nichts. Müssen aber auch immer nach so Geheimtüren schauen. Oha, was haben die hier eigentlich für eine Kanalisation? War ich da im letzten Part auch? Nicht im letzten, in dem Part, wo ich hier war, auch unten? Ich glaube irgendwie nicht. Es kommt mir zumindest überhaupt nicht bekannt vor. Wow, voll das Verlies. Hier ist eine Kiste. Ah, Ziegelfachwerkblock. Da haben wir ihn ja. Sehr geil. Das ging schneller als erwartet, tatsächlich. Mach mal kurz das hier weg. Und dann können wir hier auch wieder rauf. Ja, okay, dann wird jetzt hier wohl im Keller nichts mehr weiter sein, schätze ich. Es sei denn, der Ziegelfachwerkblock war nicht der, den ich hätte finden müssen. Falls das so ist, dann schreibt es mir mal in die Kommentare. Ach so, und hier sind wir wieder draußen. Okay. Ja, nee, wir wollten uns ja Kelvins Ruhe nochmal in Ruhe kurz anschauen. Deswegen, wenn man sich das vorstellt, dass ich gerade hier in normalerweise Kacker laufe, dann ist das schon irgendwie belastend. So, was gibt's hier? Heilungsstrom. Einmal wieder zurück. Hier ist auch noch mal eine Tür und alles benötigt ein Dietrich. Also Leute, genug Dietrich mitnehmen, wenn ihr hier rumtschumpert. Und jetzt sind wir wieder draußen. Okay. Genau, von da sind wir auch reingekommen. Haben wir hier, können wir noch reinschauen. Da ist aber soweit erstmal nichts mehr und hier sind wir auch wieder draußen. Dann haben wir hier dieses Haus und hier sieht man auch den Ziegelfachwerkblock. Den finde ich richtig cool, ehrlich gesagt. Wenn man den dann mit dem anderen Fachwerkblock kombiniert, dann müsste man mal tatsächlich schauen, wie das dann so aussieht. Genau. Coole Sache. Einwandfrei. Okay. Da sind wir rausgekommen und hier, weiß nicht, können wir das irgendwie kaputt machen? Wie lange braucht man denn dafür? Ach ja, okay, so lange auch nicht. Wo geht's denn dahin? Ah, hier geht's also weiter. Was rumpelt denn da so? Hört ihr das? Ach, aber hier bin ich schon durchgelaufen. Okay. Da sind die ganzen Häusle. Das ist auch wirklich eine richtig schicke Stadt. Aber wo ich den Turm gerade sehe, würde ich eigentlich gerne zu dem Turm darauf. Tatsächlich. Nun, die Frage ist wieder mal, wie kommt man darauf? Oh, das ist zu hoch, da werde ich es, glaube ich, nicht raufschaffen. Oh, doch, aber ganz knapp. Hey du. Hier ist eine Treppe. Und hier kann man was kaputt machen. Hier liegt was zum Lesen.
Die Erde bebt. Die Berichte aus dem Untergrund von Kelvinsruhe sind wahr. Hier graben Kreaturen und sind zu einer Bedrohung für unser Überleben geworden. Sie arbeiten sich nach oben und erschüttern den Boden. Sollen wir unseren Posten aufgeben und uns in die verhüllte Wildnis außerhalb unserer Mauern begeben? Oder sollen wir ausharren und uns den Kreaturen stellen, die unter uns lauern? Wir müssen diesen Ort sichern. Schließlich ist Kelvinsruhe unser letzter Rückzugsort. Naja, wie mir scheint, haben sie es nicht geschafft. Hey, ich würde gern da hoch. Nicht runterfallen, please. Ah, da kann man rauf. Dann hier. Und dann bin ich oben. Hier ist auch noch mal eine Kiste. Abgenutzte Klingen. Okay. Also Dolche findet man tatsächlich sehr oft eigentlich. Dann können wir ja noch mal von oben gucken. Auf Kelvinsruh. Ist auch ein richtig schöner Fleck eigentlich. Wenn man das hier wieder restauriert, ist das richtig chillig eigentlich. Eigentlich, ich weiß schon. So, dann haben wir hier noch mal das kleine Plätzchen mit den Tomaten und dem anderen Pflanzen. Und da hinten beginnt wieder das Miasma. Hier kann man rüberlaufen. Schauen wir mal, was da noch so ist. Naja, einfach nur ein Feuer. Ach so, hier geht's weiter, oder wie? Das könnte ja mal so eine kleine Kirche gewesen sein. Holen wir uns den Segen der Wuka noch ab. Und hier ist tatsächlich auch noch eine goldene Kiste. Leute, war ich hier nicht schon? Meisterhafter Streitkolben. Oh, und hier ist auch was zu lesen. Die Wuka. Sollte dies jemand finden, gib Acht. Kelvinsruhe wurde von den Wuka überrannt. Wir haben tapfer gekämpft, doch die Bestien waren zu mächtig. Sie haben eine Aura überirdischer Stärke. Wer sich ihnen stellen muss, sollte die Quelle ihrer jenseitigen Macht aufsuchen, die Statue, an der sie ihren elenden Göttern Opfer darbringen. Ob das ausreicht, um das Blatt zu wenden, wage ich nicht zu behaupten. KK, haben wir das auf jeden Fall auch. Ja, sehr schön. Was machen wir denn jetzt, Leute? Gucken wir mal auf die Karte. Das ist nach wie vor der Dungeon. Und dann, was haben wir hier? Befestigung. Wo bin ich denn eigentlich im Norden stehen geblieben? Gerüchte über die Drachenhöhle. Wuka-Begegnung, die Bitte des Schmieds. Gerbereistation benötigt. Ja, stimmt. Da bin ich hier durch die Säulen der Schöpfung durch. Und hier hatten wir eigentlich aufgehört, ne? Was ist denn das da? Karawanenüberfall. Ja, wo düsen wir denn jetzt noch hin, ihr Lieben? Gute Frage, nächste Frage. Vielleicht hier zu der Drachenhöhle. Aber da können wir doch bestimmt auch von der Warte rüberfliegen, oder? Reisen wir mal einfach dahin. So, und dann sollen wir wohl so in die Richtung pacen. Was ist eigentlich das da unten? Waren wir da schon? Ja, ich glaube. Genau. Es ist nur die Frage, ob wir da hinkommen. Ich denke schon, aber ich weiß es nicht. Wir gucken mal hauptsächlich, dass wir hier einfach mal rüberkommen. Oh, und ich glaube, ich sehe schon, wo es ist. Aber dann war das hier vielleicht doch der falsche Move. Ah ja, wir gucken jetzt einfach mal, ob wir es dann darauf schaffen oder eben nicht. Einmal bitte in diese Richtung. Meh. Hallo, Schäfchen. Hier geht ein Weg lang. Benutzen wir den einfach mal und schauen halt, wo er uns hinführt. Vielleicht führt er uns ja auch tatsächlich da zu diesem Punkt. Es wäre natürlich nicht schlecht, aber ich denke, weil ich glaube, das ist da oben. Nee, ich glaube nicht, dass er uns da hinführt. Jetzt gucken wir mal kurz. Laufen wir mal ein Stückchen. Und dann sehen wir es schon. Na, ich glaube nicht. Müssen wir schauen, dass wir einen anderen Weg finden. Gehen wir halt mal darauf.
Wenn das schon so gut weit möglich ist, dann vielleicht hier hinauf. Und dann sind wir ja eh schon relativ weit oben, hätte ich jetzt geschätzt. Jetzt muss ich halt nur irgendwie darüber. Und jetzt? Ach nee, ich muss noch weiter hoch. Da ist doch irgendwas. Hier ist doch so ein Loch. Komme ich da hin? Vielleicht doch wieder rüber. Und dann da hinten hoch. Ja. Und dann hier so runter. Oh no, Drachenhöhle. Bitte lacht mich nicht aus. Oh, ich bin Stufe 18. Geilomat. Wir haben also die Drachenhöhle erreicht. Geil. Was gibt's jetzt hier Feines? Ah, wie ihr seht, ist das der Kopf des Drachen. Jetzt passt mal auf, wenn ich mich hier hinstelle. Könnt ihr es sehen? Schon, gell? Was gibt es denn jetzt hier in der Drachenhöhle? Ah, natürlich, eine Kiste. Mit dem Drachenschwert. Wow, das sieht ja auch geil aus. Guck mal her. 7 Feuermagieschaden. Nicht schlecht, eine mythische Klinge aus längst vergangenen Tagen. Die Legende besagt, dass sie von einem weisen Geist, der im Jahr des Drachen von den Sternen herabstieg, an Glutal weitergegeben wurde. Kennt jemand von euch diese Höhle? Wahrscheinlich schon, oder? Geil. Jetzt gucken wir doch mal. Ich meine, es ist jetzt wieder blöd, weil es schon wieder dunkel ist. Mal gucken wir mal, wo uns das jetzt hier noch so hinführt. Wir können rechts gehen, da kommen wir raus. Und links. Was geht hier so? Kommt man da nicht rauf? Ja, aber hier ist halt nichts. Okay. Da ist noch ein Zelt und eine Kiste. Oh, und hier kann man durch. Ach, da ist noch eine Kiste. Schau an, schau an. Inferno-Zauberstab. Ist wirklich interessant hier. Jetzt müssen wir da irgendwie nur wieder rauskommen. Ja. Nice. Cool. Haben wir da auch wieder was abkassieren können? Und da ist der Haken, wo wir rauf müssen. Flups. Und dann können wir eigentlich hier geradeaus auch rausgehen. Nice. Haben wir das auch erledigt? Ich denke, dann würde ich tatsächlich mal kurz nach Hause düsen und Altbekanntes machen, nämlich schlafen. Und dann sehen wir uns am nächsten Tag wieder zu einer weiteren Quest. So, wir sind jetzt hier. Ich habe jetzt gerade gemerkt, dass ich die Desktop-Audio nicht anhatte. Ich hoffe, das war jetzt nicht allzu schlimm für euch. Ich habe mir das jetzt markiert, die Wuka-Begegnung. Da würde ich mal sagen, gucken wir jetzt einfach mal dorthin. Was da dann noch so ist. Und dann habe ich ja auch noch ein. Was ist denn hier los? Okay. Alles klar. Naja, Wayne, wir gehen zur VUCA-Begegnung, schauen, was da passiert. Da sind ja auch schon welche von den Guten. Hallo. War ich da schon? Ich glaube, da war ich schon. Wir müssen einmal da lang. Steckst du fest, ja? Ah, Standort unten. Okay. Dann düsen wir nach unten zum VUCA-Lager. Und was sollen wir jetzt hier tun?
hier irgendwas zum Lesen oder irgendwas Besonderes, außer die goldene Kiste da? Wolfhydra. Neue Geschichtsseite. Wuka und wilde Tiere. Aber sonst ist doch hier auch nichts mehr. Nix geht hier. Hier liegt ein Stück Fleisch, das nehmen wir mit. Da hinten haben wir noch irgendwas da oben. Weiß nicht, ob das relevant ist. Wer bist denn du? Hallo. Bewachst du dein Stück Fleisch, was ich dir jetzt klau? Tut mir leid. Bro. Kannst nochmal jagen gehen. Ja, dann sind wir tatsächlich hier auch fertig. Okay. So, und den Rest haben wir ja jetzt hier im Miasma. Ich setze mir das jetzt als Wegpunkt, die Bitte des Schmieds. Auch wenn ihr wisst, dass ich das Miasma überhaupt nicht mag. Aber es hilft ja nichts, Leute. Wir müssen vorankommen in der Geschichte, sonst dümpel ich hier noch Jahre rum. Umbra-Krater, neuer Ort markiert. Oh Gott, oh Gott. Das sieht wirklich kratermäßig aus. Okay, wir stürzen uns ins Vergnügen. Wohl eher nicht in den Abgrund. Und ich sehe wieder absolut gar nichts. Oh, was ist denn das hier? Was ist denn das? Schauen wir mal. Ach, fossile Knochen. Interessant. Die brauche ich auch für so einiges. Naja, wir müssen jetzt erstmal eigentlich nicht da dagegen fliegen. Immer weiter geradeaus. Conway-Lager. So, und hier wird es nicht mehr so friedlich sein, vermute ich. Was ist das? Okay. Sollen wir das mal kaputt machen? Was kommt denn da raus? What is this? Minzpilzfleisch. Okay. Ich werde beschossen, Leute. Ich werde einfach geschossen. Kriegsbanner bei Bart. Cool, dann habe ich ja auch wieder was Neues gefunden. Hallo, bleibst du? Ich weiß, Leute, die Pfeile sind nicht so stark, aber irgendwie macht's Spaß. So, dann ist der Hayopai kaputt. Und dann müssen wir ja schauen, was jetzt hier so ist. Ach nee, ist doch nicht dein Ernst. Was wollt ihr denn jetzt hier? Wo ist euer Nesti? Ha? Habt ihr Nesti hier oder nicht? Lasst mich in Ruhe, ich muss jetzt hier lesen. Gut, ich gebe es zu, die Abkürzung durch den Umbra-Krater war eine schlechte Idee. Aber wir hatten keine Wahl. Dieser unnütze Hank hat getrödelt, oder Hank? Hat getrödelt, also würden wir wohl ohne etwas Improvisation zu spät am Handelsposten Lodernder Fels ankommen. Und dann würde ich mein verdientes Gold verlieren. Und das darf nicht sein, nicht wahr? Natürlich hat Hank während seiner Nachtwache in den Jasperinseln gepennt. So dumm. Nee, wie dumm. So ein Safthirn. So ein Safthirn, habe ich auch noch nie gehört. Wir haben bei der Flucht das Paket verloren, wie auch immer. Dann schreiben wir eben unseren eigenen Brief. Und das Geschenk, nun ja, der Schmied wird gar nicht merken, dass es fort ist. Ich werde mit irgendetwas Nettem unterschreiben, meine kreativen Säfte zum Fließen bringen. Hank kann sicher helfen, der Kerl wird nichts ahnen. Einfach, nicht wahr? Okay. Dann lass mal deine kreativen Säfte raus. So hässlich. Hier haben wir noch mal was. Erfahrungsschriftröllchen. Nachtwache, ich bin nur ein oder zwei Sekunden eingenickt, ich schwör's. Ich dachte, mein Bruder würde mich wecken, aber nein. Es war der faulige Atem eines Verbrechers, der mich aus meinen Träumen riss. Ich habe Matthew aufgeweckt und wir sind geflüchtet. In unserer Eile haben wir das Geschenk fallen lassen, das wir für das Mädchen verschicken sollten. Was nun? Ach, was soll's, und wenn schon. Haben uns eben ein paar Widerlinge aufgemischt. Haben wir eben das dämliche Geschenk verloren. Matthew meinte, es sei Zeit zu improvisieren. Wir werden unseren eigenen Brief schreiben, meinte er. Auf wunderschön parfümiertem Papier.
Er wird gar nichts merken. Jetzt müssen wir also nur noch unterschreiben, aber es gibt ein Problem. Ich habe ihren blöden Namen vergessen. Rachel Regan, wenn ich nur nicht diesen verfluchten Brief in den Jasperinseln fallen gelassen hätte. Ja. Und da geht's ja noch weiter mit der Bitte des Schmieds. Gut, setzen wir uns als Wegpunkt. Und düsen einfach lang. Hey, warte mal, wenn ich hier hochgehe, bin ich da nicht mehr im Miasma? Doch, leider schon. Leider schon. Jasperinseln. Jasper. Aha. Das hier machen wir mal zuallererst kaputt. So. Blöd gelaufen, meine Lieben. Wo bin ich denn jetzt hier eigentlich gelandet? Hey, ich komme da nicht raus. Lass mich raus. Ha. Mond über dem Brunnen. Wir haben tatsächlich hier jetzt eine neue Musikseite gefunden. Cool. Quest aktualisiert. Und was macht eigentlich da unten schon wieder so für ein dummes Ding? Was ist hier? Provisorische Sense. Okay. Ah, hier geht's runter. Ich sehe nichts. Und da ist dieser Brief anscheinend. Ja. Wo bist du, Schwester? Liebste Lupa, als wir getrennt wurden, war ich außer mir vor Angst. Ich suchte und suchte. Es fühlte sich wie Tage an. Und ich fand nur Rodalton, einen Dieb aus dem Umbra-Krater. Er meinte, dass du in Gewalt des Auftraggebers wärst. Warum nimmt er Kinder mit an diesen elenden Ort? Der Auftraggeber mag zwar grausam sein, aber Rodalton hat mir versichert, dass du noch am Leben bist, wenn auch als Gefangene. Er versprach mir, dir diese Nachricht zukommen zu lassen. Schwesterherz, ich kenne dich gut genug, um zu wissen, dass du nicht mehr lange in Fesseln liegen wirst. Wenn du entkommst, kehr nach Hause zurück, dann werden wir uns rächen. In Liebe, Candle. Was geht hier noch so? Ah! Wir haben die Schmiedewerkzeuge. Cool. Und eine Kiste auch noch mit Mystikerhandschuhen. Und mein Rucksack ist voll, weil ich mal wieder nichts ausgeleert habe. Gut, aber dann können wir die Erfahrungsschriftrolle benutzen. Und dann kann ich mir die Handschuhe mitnehmen. Cool, Leute. Dann haben wir jetzt auch schon wieder einiges. Standort oben. Aber dann würde ich tatsächlich jetzt den Part an der Stelle erstmal beenden. Haben wir auf jeden Fall wieder einiges geschafft in dem Part. Ich freue mich auf den nächsten Part. Falls ihr heute Fußball schaut, dann wünsche ich euch viel, viel Spaß damit. Wir drücken Deutschland natürlich die Daumen. Schreibt in die Kommentare, was ihr denkt, was das Ergebnis sein wird. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bye!